Ich rufe auf den nächsten Tagesordnungspunkt, und zwar den Tagesordnungspunkt 5, Beratung des Antrags der Fraktion der FDP mit dem Titel Recht auf Verschlüsselung, Privatsphäre und Sicherheit im digitalen Raum stärken. Dafür sind 60 Minuten vorgesehen. Ich gehe davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, bevor ich dann ist das so beschlossen. Bevor ich den ersten Redner aufrufe, möchte ich Ihnen das Ergebnis der namentlichen Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes, bekannt geben. Mitgliederanzahl in unserem Haus, Sie wissen, wir brauchen da ja eine Zweidrittelmehrheit, Mitgliederzahl 709. Abgegebene Stimmen 670. Mit Ja haben gestimmt 580 Kolleginnen und Kollegen, mit Nein haben gestimmt 87 Kolleginnen und Kollegen, 3 haben sich enthalten. Für die Annahme ist gemäß Artikel 79 Absatz 2 des Grundgesetzes die Zustimmung von 2/3 der Mitglieder des Deutschen Bundestages erforderlich. Das wären 473 Stimmen gewesen. Wir hatten 580 zustimmende Ja-Stimmen. Damit ist der Gesetzentwurf mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit angenommen. So, jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5. Und das Wort hat Jimmy Schulz für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Saal, ich begrüße ganz besonders auch auf der Tribüne meinen Sohn. Herzlich willkommen. Ich begrüße auch diejenigen, die vergeblich versuchen, an Bewegtbildempfängern, Tablets, Computern, Smartphones mit der ständig abstürzenden Bundestags-App diese Debatte zu verfolgen. Und jetzt legen mal alle die Federhalter und Hefte beiseite und hören mir gerne zu, dass wir hier die Möglichkeit haben, diese Flure, diese Hallen entlang zu laufen, uns frei in diesem Haus zu bewegen, Teil der Demokratie zu sein, wofür Jahrhunderte lang Menschen gekämpft und ihr Leben gelassen haben, um für diese Kleinigkeiten, Grundrechte, Privatsphäre zu kämpfen. Das ist ein ungeheures Privileg für uns. Liebe Kolleginnen und Kollegen, einmal Hand aufs Herz. Wer von Ihnen würde seinem besten Freund oder seiner besten Freundin intimer Geschäftsgeheimnisse an einen Arbeitskollegen, Klatsch und Tratsch an einen Parteifreund per Postkarte verschicken, die im Zweifelsfall jeder lesen kann? Niemand würde das tun. Und das ist ja schon mal sehr erfreulich. Aber trotzdem tun die meisten dies, auch wenn häufig nicht bewusst. Denn wir versenden unverschlüsselte E-Mails wie Postkarten, die im Zweifel jeder mitlesen kann. Aus dem Privat-, aus dem Arbeitsleben. Und das gilt auch für die hier beliebten Messenger-Systeme. In der analogen Welt lässt sich das ganz einfach durch einen Briefumschlag verhindern. In der digitalen Welt durch Verschlüsselungstechnologien. Sie stellen sicher, dass nur Sie und Ihr Gesprächspartner Inhalt einer Nachricht lesen können. Sie fungieren damit quasi wie ein zugeklebter Briefumschlag mit Siegel. In der analogen wie in der digitalen Welt brauchen wir diese gleichen Rechte und Möglichkeiten. Die Privatsphäre im digitalen Raum zu schützen, ist seit 30 Jahren eine Herzensangelegenheit von mir. Meine Diplomarbeit habe ich vor 20 Jahren als Politikwissenschaftler über das Thema Kryptographie im Internet geschrieben. Und das Thema hat mich mein Leben lang verfolgt. Denn ich habe noch dieses Klicken im Ohr. Dieses Klicken, wenn Sie mitgehört haben. Meine Mutter war Republikflüchtling, ist kurz vor Mauerbau geflohen aus der damaligen DDR und hat einen Großteil ihrer Familie zurückgelassen. Und jedes Mal, wenn wir angerufen haben, waren wir uns sicher, dass sie mithören. Jedes Mal, wenn wir besucht haben, meine Cousins, Tanten, Onkel, Urgroßvater, waren wir uns sicher, dass sie mithören.
Wir mussten in die Waschküche gehen oder in die Küche gehen, den Wasserhahn aufdrehen, damit wir uns sicher waren, dass sie nicht mithören. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der jedes Telefonat von uns abgehört wurde. Aber was macht dieses Abhören? Es macht Angst. Es macht Angst, frei und offen zu sprechen, seine Meinung zu äußern. Und man hat Angst vor den Folgen von dem, was man gesagt hat. So etwas darf nie wieder passieren. Es gibt jedoch seit Jahrzehnten bereits Technologien, die vertrauliche Kommunikation leisten können. Nur nicht jeder kann sie nutzen. Sie ist teilweise kompliziert, sie ist teilweise schwer benutzbar. Und das wollen wir mit diesem Gesetzesentwurf, mit diesem Vorschlag ändern. Denn wenn wir alle Anbieter dazu verpflichten, dass die Standardvariante einer Kommunikation verschlüsselt abläuft, Ende zu Ende, sicher, abhörsicher, dann kann sich auch diejenigen sicher sein, vertraulich zu kommunizieren, die das eben nicht die technischen Fertigkeiten haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Verschlüsselung ist ein fundamentaler Pfeiler für die Gewährleistung unserer Grundrechte. Artikel 10 Absatz 1 des Grundgesetzes besagt, dass das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis unverletzlich sind. Dieser Grundsatz muss auch für die elektronische Kommunikation gelten. Das sagen nicht nur wir, sondern im Übrigen auch das Bundesverfassungsgericht. Wir haben ein Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität von IT-Systemen. Also ein IT-Grundrecht, das insbesondere auch den Staat schützen muss. Deswegen fordern wir Freie Demokraten ein Recht auf Verschlüsselung und wollen, dass Telekommunikations- und Telemedienanbieter ihre Dienste standardmäßig verschlüsselt anbieten. Von mir aus übrigens auch gerne anonym. Verschlüsselung schützt nicht nur unsere Privatsphäre, sondern auch den Wirtschaftsstandort. In den letzten Jahren waren 7 von 10 Unternehmen laut Studien von Wirtschaftsspionage, Sabotage und Datendiebstahl betroffen. Laut einer Bitkom-Studie hat das einen Schaden in den letzten 2 Jahren von 43 Milliarden angerichtet. Verschlüsselung kann helfen, diesen Schaden einzudämmen, da Datendiebe mit den verschlüsselten Daten nichts anfangen können. Verschlüsselung zu knacken ist schwer, und das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Seit Jahren gibt es immer wieder Forderungen, Verschlüsselung zu schwächen, insbesondere im Kontext der Strafverfolgung. Einige Beispiele. Sicherheitsbehörden entdecken Sicherheitslücken in IT-Produkten, Software oder erfahren über anderen Wege davon, geben diese aber nicht weiter an die betroffenen Unternehmen. Diese Sicherheitslücken können dann von allen möglichen Kriminellen ausgenutzt werden, und das ist das Problem. Das gilt übrigens auch für den sogenannten Staatstrojaner, der Sicherheitslücken geheim hält und damit eine Gefahr für alle darstellt. Hersteller von IT-Produkten sollen Strafverfolgungsbehörden durch Hintertüren Zugang zu IT-Systemen und verschlüsselter Kommunikation gewähren. Das ist nicht nur ein Angriff auf unsere Privatsphäre und Bürgerrechte, sondern auch auf die IT-Sicherheit generell. Sogenannte Backdoors stehen im Zweifelsfall nicht nur dem Staat, sondern eben auch Kriminellen offen. Dieses wollen wir durch den Recht auf Verschlüsselung schließen. Sicherheitslücken wissentlich zurückzuhalten oder sogar aktiv einzubauen zu lassen, hat gravierende Folgen für uns alle, unsere IT-Sicherheit und auch für unsere Bürgerrechte. Deswegen fordern wir die Bundesregierung auf, erstens sich gegen gesetzliche Beschränkungen oder Verbote kryptografischer Sicherungssysteme auszusprechen und sich für offene Verschlüsselungsstandards einzusetzen. Zweitens, den Einsatz von Backdoors zu verurteilen und sich nicht an digitalen Grau- oder Schwarzmärkten für Sicherheitslücken zu beteiligen. Und drittens, Sicherheitslücken unverzüglich an das BSI zu melden, damit diese Kooperation mit den betroffenen Unternehmen geschlossen werden kann. Die Geschichte der Grundrechte ist eine Geschichte der Einschränkung dieser Rechte. Das wollen wir jetzt ändern. Kommen Sie bitte zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder von uns nutzt Handy, Tablet, Laptop. Wir organisieren unser Leben mit Hilfe von Apps und Programmen. Wir arbeiten digital, kommunizieren digital, und genau deswegen geht Verschlüsselung uns alle an. Lassen Sie uns Verschlüsselung stärken. Lassen Sie unsere Sicherheit, unsere Privatsphäre und Grundrechte stärken. Durch ein Recht auf Verschlüsselung. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Jimmy Schulz.
Der nächste Redner in der Debatte, Marian Wendt für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Schulz, es ist schön, dass wir Sie wieder hier im Plenum mit dabei haben, dass wir sehen, dass es Ihnen allmählich besser geht. Das ist schön zu sehen. Ich muss ehrlich sagen, als ich den Antrag las, traute ich so recht meinen Augen nicht. So wenig passt er doch zum traditionellen Leitbild der FDP aus meiner Sicht. Da spricht nicht mehr eine linksliberale FDP, welche die individuelle Freiheit und Privatsphäre verabsolutiert und jegliche staatliche Einmischung ablehnt. Auf einmal soll laut FDP der Staat, insbesondere im Internetbereich, eine übergeordnete Rolle spielen und Kontroll- und sogar Garantiefunktion übernehmen. Ich war wirklich überrascht. Die Liberalen schlagen etwas nebulös ein Recht auf Verschlüsselung vor. Zum einen stellt sich mir die Frage, wie und wem gegenüber diese neue Rechtsposition durchzusetzen ist in einem globalen agierenden Netz. Wem gegenüber soll dieser Rechtsanspruch entstehen? Das alles ist aus meiner Sicht nicht nur diffus, sondern sieht vor allem nach zusätzlichem bürokratischen und unnötigem Aufwand aus. Ein Mehr an Bürokratie, auch das sind neue Töne aus der FDP. Dabei ist es gerade die Große Koalition und hier insbesondere die Union, zuständig für das Innenressort, die nach wie vor die digitale Sicherheit maßgeblich vorantreibt. Bereits die digitale Agenda 2014 bis 2017 hat das Ziel verankert, Deutschland soll Verschlüsselungsstandort Nummer 1 auf dieser Welt werden. Insofern ist es konsequent, wenn wir uns im Koalitionsvertrag sehr deutlich zur elektronischen Identifizierung und zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aussprechen. Ein Recht auf Verschlüsselung wollen wir, aber einfach und vor allen Dingen für jedermann verfügbar machen. Eine verschlüsselte und somit sichere Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung ist ganz klar unser Ziel. Und genau in unserer Cybersicherheitsstrategie des Innenministeriums spielt nämlich das Thema Verschlüsselung eine ganz wichtige Rolle. Darin verpflichtet sich die Bundesregierung, spezifische Hemmnisse beim Einsatz von Verschlüsselungslösungen zu untersuchen und Initiativen zum Abbau dieser Hemmnisse zu fördern. Meine Damen und Herren der FDP, Sie sehen, wir streben nach vorn, wir haben bereits viel geleistet. Ihr Antrag war also gar nicht so nötig. Sie sprechen in Ihrem Antrag auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik an. Aus meiner Sicht eine Schlüsselbehörde im Bereich der Internetsicherheit. Auch hier sind wir Ihnen voran. Das BSI haben wir mit weitreichendsten Kompetenzen im Präventions- und Aufklärungsbereich ausgestattet. Sie wollen das BSI zum Verwalter von IT-Sicherheitslücken herunterqualifizieren. Wir hingegen wollen das BSI als nationale Cybersicherheitsbehörde ausbauen und in seiner Rolle als unabhängige, neutrale und nutzerfreundliche Beratungsstelle für Fragen der IT-Sicherheit stärken. Zertifizierung und Standardisierung, IT-Gütesiegel und Verbraucherschutz sind weitere Themen aus dem Arbeitsportfolio des BSI. Sie stellen die Sicherheit durch Verschlüsselung in den Vordergrund. Dabei ist vor allen Dingen auch Sicherheit trotz Verschlüsselung ein Bestandteil der Cybersicherheitsdebatte. Denn ja, die Strafverfolgungsbehörden müssen unter strengen gesetzlichen Voraussetzungen im Einzelfall befugt sein, verschlüsselte Kommunikation zu entschlüsseln und zu umgehen. Das dient unserer Sicherheit in Deutschland. Und da ist natürlich das Beispiel mit der DDR sehr kompliziert. Ich selber bin 1985 in Torgau in Sachsen geboren. Durch familiäre Bindungen kenne ich die Eingriffe des Staatsapparates. Und deswegen hinkt der Vergleich massiv. Denn wenn Polizeibehörden, Strafverfolgungsbehörden in die Rechte der Bürger, in ihre Kommunikation eindringen, dann wird das kontrolliert. Dann braucht es dazu einen richterlichen Beschluss. Dann gibt es dazu parlamentarische Kontrolle, in den Gremien auch Ihre Kolleginnen und Kollegen sitzen. Und deswegen hinkt der Vergleich, denn bei uns wird jeder Eingriff der Bürger in die Bürgerrechte kontrolliert und überwacht, anders als im totalitären System. Meine Damen und Herren,
Die digitale Sicherheit ist ein zentrales Thema für uns in der Union. Und das fassen wir viel weiter als nur durch die Verschlüsselung. Als Präsident der THW-Bundesvereinigung kann ich das vorbildhaft mit der neu geschaffenen Fachgruppe N im THW nennen. Im etwaigen Ausfall kritischer Infrastrukturen, beispielsweise durch einen IT-Angriff, kümmert sich diese schnell und unbürokratisch um Versorgung und Behebung der Schäden in der Bevölkerung. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, fassen wir das Thema viel weiter. Nehmen wir die Bürger, die Verwaltung insgesamt mit, werben wir, dass jeder Einzelne stärker auf seine Sicherheit und seine Informationen, die er preisgibt, achtet, und beraten wir dieses gemeinsam im Ausschuss weiter. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Marian Wendt. Nächste Rednerin, Johanna Kutter für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen, in der heutigen Debatte zum Thema Recht auf Verschlüsselung geht es um Vertrauen und Freiheit. Vertrauen der Bürger in die Digitalisierung. Vertrauen darauf, dass die eigenen Daten geschützt sind. Vertrauen auch darauf, dass die Politik die Freiheit der Bürger nicht mehr und mehr aushöhlt. Im Jahr 2008 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass der Staat die Vertraulichkeit und Integrität von IT-Systemen als Grundrecht zu gewährleisten hat. Die Verschlüsselung von Daten stellt gemäß dieser Entscheidung eine staatliche Schutzpflicht dar. Ein Nichthandeln durch die Bundesregierung kommt damit einer Nichterfüllung dieser Pflicht gleich. Natürlich, eine hundertprozentige digitale Sicherheit gibt es nicht. Trotzdem muss die Regierung hier eine Vorreiterrolle spielen und Anstrengungen unternehmen, die erforderlichen Technologien zu entwickeln, bereitzustellen und Anwendungen zu unterstützen. Effektive und sichere Verschlüsselungstechnologien sind schon seit Jahren auf dem Markt und vielfach erprobt. Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen sind bereits technischer Standard und für die private Kommunikation im Internet der einzig sinnvolle Weg. Das Problem ist die konsequente Anwendung von Verschlüsselungssystemen, und hier hakt es. Hier muss mehr passieren. Wir brauchen eine digitale Aufklärung. Wir brauchen den mündigen Nutzer. Hier kann und sollte die Politik mehr leisten. Alle Telekommunikationsanbieter nun aber zu verpflichten, ihre Kommunikationsdienste Ende zu Ende verschlüsselt anzubieten, liebe FDP, darüber sollten wir noch mal drüber diskutieren, denn so liberal kommt mir dieser Vorschlag tatsächlich nicht vor. Ich bin aber völlig bei Ihnen, wenn es darum geht, gesetzliche Beschränkungen und Verbote von Verschlüsselungen zu verhindern. Denn es ist noch nicht so lange her, da sprachen sich Politiker in Deutschland gegen Verschlüsselungen aus. Wir erinnern uns an Herrn de Maizière. Der Staat sollte allzeit vollen Zugriff auf alle Daten bekommen. Ein interessantes Verständnis von Freiheit, meine Damen und Herren. Dabei zeigen Sie doch immer so gern mit dem Finger auf andere Länder und mahnen zur Demokratie und zur Moral. Liebe Regierungsparteien, zeigen Sie, dass Sie besser sind als die Staaten, die Sie ständig kritisieren, und erteilen Sie Verschlüsselungsbeschränkungen eine endgültige Absage. Gerade auch im Hinblick auf Quantencomputer ist eine Weiterentwicklung der Verschlüsselungstechnologien ein Muss. Quantencomputer werden Probleme in einer Geschwindigkeit lösen können, die jeden heutigen Supercomputer in den Schatten stellen. Viele heute als sicher eingestufte Verschlüsselungssysteme können in Zukunft geknackt werden, und zwar auch rückwirkend. China hat die Chancen und die Risiken der Quantentechnologie längst erkannt. Auch die USA sind uns wieder meilenweit voraus. Deutschland muss einen ordentlichen Sprint hinlegen, um hier wieder aufzuholen. Stattdessen geben wir allzu oft den Fußkranken. Im Zeitalter der Digitalisierung, in dem wir über autonomes Fahren reden, über das Internet der Dinge, über E-Health, über E-Government, über Industrie 4.0, all die schönen Schlagwörter, die sich hier so gut wie jeder Kollege in seiner Rede einpflegt, in so einem Zeitalter ist alles hinfällig ohne die Sicherheit der Daten. Die öffentliche Verwaltung kann hier mit einem guten Beispiel vorangehen. Dem Vorschlag, dass sie die Verwendung von Verschlüsselungstheorien fördert, dem können wir gerne folgen. Das kann auch das Vertrauen der Bürger stärken, die völlig zu Recht sehr vorsichtig mit ihren persönlichen Daten umgehen. Denn immer wieder hört und liest man von schweren Sicherheitslücken bei Anwendungen, die die Datensicherheit der Bürger bedrohen. Der Spruch der FDP, Bedenken second, ist daher nicht immer angebracht. Auch ich trete für mehr Innovation ein, für eine Änderung der Denkweise. Nicht immer nur das Risiko sehen, nicht immer nur die Gefahr, sondern auch mal eine Chance. Aber in Sachen Datensicherheit, gerade wenn es um private Informationen geht, da sollte man keine Kompromisse machen. Hier geht der Schutz der Bürger vor.
Doch der Bürger muss nicht nur vor den Kriminellen beschützt werden. Leider greift der Staat mehr und mehr in die Freiheitsrechte und die digitale Privatsphäre der Menschen ein. Die Regierung möchte sich gerne sogenannte Backdoors offenhalten. Die Industrie soll sich verpflichten, in ihre Produkte Hintertüren einzubauen und diese den Sicherheitsbehörden zur Verfügung zu stellen, sodass PKWs, Computer oder sogar Unterhaltungs- und Haushaltsgeräte zur umfassenden Überwachung genutzt werden können. Gleiches gilt für die Zero-Day-Exploits, Schwachstellen in IT-Systemen, die die Regierung der Öffentlichkeit und sogar den Herstellern verschweigen möchte, um sie selbst zu nutzen. Der Handel mit solchen Sicherheitslücken ist mittlerweile ein lukratives Geschäft geworden. Was passieren kann, wenn solche Schwachstellen nicht öffentlich gemacht werden, das haben wir vor kurzem beim WannaCry-Erpressungstrojaner gesehen. Dieser Trojaner hat eine Schwachstelle im Windows-System ausgenutzt und hat hunderttausende Rechner befallen. Der Schaden wird auf ca. 4 Milliarden Dollar geschätzt. Die NSA wusste von dieser Schwachstelle und sie hat sie verschwiegen. Das sollte uns eigentlich Mahnung genug sein, doch nein, gerade der Kauf, die Entwicklung und die Nutzung von solchen Sicherheitslücken durch Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden werden von der Bundesregierung aktuell untersucht. Die AfD fordert die Regierung auf, aus den gemachten Fehlern zu lernen. Sicherheitslücken und Schwachstellen sind sofort nach Entdeckung öffentlich zu machen, Backdoors sind eine Absage zu erteilen. Wir fordern die Regierung auch auf, sich vehement Bestrebungen der Nachrichtendienste entgegenzustellen, Spionageschnittstellen im Internet zu verankern. Denn was nützen die besten Verschlüsselungssysteme, wenn Behörden mit Hilfe von Nachschlüsseln jede vertrauliche Mitteilung und private Nachricht mitlesen können? Das Standardisierungsgremium der Internetingenieure hat den Vorschlag der Sicherheitsbehörden abgelehnt. Diese wollen jetzt allerdings über das Europäische Institut der Telekommunikationsstandards gehen und ihre Ideen so doch noch durchbringen. Und wenn die EU einmal involviert ist, geht das in der Regel nicht gut aus für uns Bürger. Selbstverständlich müssen wir unsere Sicherheitsbehörden in die Lage versetzen, auch tatsächlich für unseren Schutz zu sorgen, gerade in Zeiten des weltweiten und aktiven Terrorismus. Eingriffe des Staates in die Rechte der Bürger dürfen aber nur mit an unabweisbarer Notwendigkeit und unter richterlicher Kontrolle erfolgen. Und das heißt nicht, dass der Staat jeden Bürger bis ins kleinste Detail ausspionieren darf. Und warum sollen für Zugriffe in der digitalen Welt andere, geringere Anforderungen gelten als in der analogen? Nicht alles, was möglich ist, sollte man auch machen. Apropos nicht machen. Zur digitalen Jagd zu blasen und Dieselfahrer per Massenüberwachung besser zu kontrollieren und zu verfolgen als so manchen Verbrecher in diesem Land, ganz dumme Idee, Herr Scheuer. Die AfD sagt ganz klar Nein zu einer solch anhaltslosen Überwachung aller PKWs und Nein zu den Träumen eines solchen Überwachungsstaates. Liebe Bundesregierung, werden Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst, schützen Sie Ihre Bürger und lassen Sie ihnen gleichzeitig die Freiheit, die sie brauchen und die in einer Demokratie selbstverständlich sind. Eine freiheitliche Gesellschaft braucht die Privatheit. Die AfD steht für vernünftigen Datenschutz und den Schutz der Bürger. Wir wehren uns gegen eine flächendeckende Überwachung, die alle Bürger zu potenziellen Verdächtigen macht, während Überwachungen an anderen wichtigen neuralgischen Stellen völlig fehlen. Und Freiheit im Netz. Freiheit im Netz bedeutet für uns als Alternative noch mehr. Denn im Deutschland von Merkel und Maas werden selbst Meinungen in sozialen Netzwerken kontrolliert und überwacht. Wer falsch denkt, ist schnell gelöscht. Das Ergebnis ist eine vorauseilende Selbstzensur und das bedeutet nichts anderes als eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Die AfD steht für ein freies Internet, ohne Meinungszensur, ohne NetzDG und ohne Uploadfilter. Das Grundrecht auf Meinungs- und Informationsfreiheit muss geschützt werden. Die Gesellschaft und die Bürger in diesem Land haben ein garantiertes Recht darauf. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Kotar. Der Redner Sebastian Hartmann für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Frage der Verschlüsselung unserer digitalen Kommunikation ist tatsächlich ein sehr zentrales Thema. Und tatsächlich haben wir Bürgerinnen und Bürger ein Grundrecht auf sichere Kommunikation. Der Artikel 10 ist auch schon erwähnt worden. Wir müssen auch darauf vertrauen können, dass dieses Grundrecht auch im Internet und bei neuen Anwendungen gewahrt und geschützt wird. Auf der anderen Seite braucht die Wirtschaft ebenso ein Vertrauen darauf, auf sichere, vertrauensvolle Kommunikation, um sich vor allen Dingen auch vor der Wirtschaftskriminalität zu schützen.
Und deswegen, ich erinnere daran, was wir zum Beginn dieser Koalition, der neuen Koalition gesagt haben, wir werden in dieser Regierungskoalition anders arbeiten. Das gilt auch für unser Verhältnis zu den sogenannten Oppositionsparteien. Deswegen gehört es sich als Parlamentarier und als Parlamentarier auch deutlich zu sagen, das ist ein sehr guter Antrag und ein gutes Thema, das von der FDP und Ihnen, lieber Herr Kollege Schulz, da aufgerufen worden ist. Und es verdient einer vernünftigen, konstruktiven Beratung im Innenausschuss. Ich möchte aber auch so klar sagen, um jetzt nicht der Gefahr der Gleichmacherei zu unterliegen, dass wir das auch ganz anders von der FDP kennen, wenn wir an das verkorkste Polizeigesetz in Nordrhein-Westfalen denken, das schon im ersten Entwurf so verfassungswidrig wäre und tatsächlich zurückgezogen werden musste. Und nun wollen wir es doch, und da ist da vielleicht der Bogenschlag zur FDP, die sich, also der getroffene Hund scheint laut zu bellen heute Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Dabei war doch der Brückenbau, halten wir es doch gemeinsam mit Willy Brandt, im Zweifel für die Freiheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Digitalisierung kann also ein Mehr an Freiheit, Transparenz und sozialen Fortschritt bedeuten. Und darum haben wir als Politik den Auftrag, auch das gemeinsam zu gestalten in unserem Land. Schauen wir uns die Wahlprogramme an zur letzten Bundestagswahl. So kam bei der CDU das Wort Verschlüsselung genau nullmal vor. Und bei der CSU kam das Wort nur dann vor, wenn es darum ging, Nachrichtendiensten Zugriff auf die verschlüsselte Kommunikation zu gewähren. Und die SPD hat sich wieder mal mit dem Koalitionsvertrag durchgesetzt und wesentliche Teile des Koalitionsvertrags an der Stelle geschrieben. Und das bedeutet auch, dass wir das Ende zu Ende der Kommunikation, die Verschlüsselung von Anfang bis Ende durchsetzen wollen, nicht nur im öffentlichen Bereich, sondern auch bei Privaten und als Staat alles Erforderliche dafür tun wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es wurde auch zu Recht in der Regierungserklärung in der letzten Sitzungswoche genau auf dieses ambitionierte Programm einen Schwerpunkt gesetzt, denn die Grundlage der neuen Innovationen, der neuen Investitionen auch in diesem Bereich und das Verlassen der Bürger, dass das auch funktioniert, bedeutet, dass wir Vertrauen und Sicherheit in der Kommunikation herstellen, und das gelingt nur mit einer starken Verschlüsselung. Das Beispiel der Postkarte ist schon erwähnt worden, aber wir wollen uns auch darauf verlassen, wenn wir eben einen Brief schreiben und ihn analog per Post versenden, dass es bei digitaler Kommunikation nicht nur mit dem Staat, aber auch unter uns Bürgern genauso gehalten wird, dass niemand mitliest. Und deswegen müssen wir auch als Staat dafür sorgen, dass diese Verschlüsselungstechnologien gefördert werden. Und tatsächlich das, was wir in der letzten Wahlperiode auch vereinbart haben. Wir wollen nämlich Standort Nummer 1 für Verschlüsselungstechnologien werden. Das soll die Bundesrepublik Deutschland sein. Das haben wir festgeschrieben, und wir werden auf diesem Weg alle Anstrengungen unternehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir wollen die Verbreitung der Produkte und des Entwicklungsprinzips Security by Design fördern. Auch das haben wir im Koalition festgeschrieben, denn wir können nicht immer darauf vertrauen, dass jedes Unternehmen eine eigene große selbstständige IT-Abteilung hat, auch wenn wir das anfordern. Aber insbesondere im Verhältnis bei Bürgerinnen und Bürgern müssen wir auch dafür sorgen, dass sie auch tatsächlich in die Lage gesetzt werden. Und wenn wir an das BSI, das schon erwähnt worden ist, denken, so hat es auch dem Verbraucherschutz Rechnung Gedanken tragend auch eine Bedeutung, wenn es darum geht, Bürgerinnen und Bürger vorzubereiten, dass sie sich auf sichere Verschlüsselungstechnologien verlassen können. Und ich freue mich als Abgeordneter des Rhein-Sieg-Kreises, dass dieser wichtige Standort Bonn-Rhein-Sieg auch mit dem BSI oder dem Bundesdatenschutzbeauftragten ordentlich gestärkt wird. Auch das ist eine Investition in unsere Sicherheit, die darauf verlässt, dass wir auch entsprechende Stellen und Haushaltsmittel zur Verfügung stellen. Und das haben wir als neue Koalition in diesem Hause auch auf den Weg gebracht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es geht uns darum, technischen und wirtschaftlichen Fortschritt zu gestalten. Und wenn wir diese Kommunikation damit auch verschlüsseln wollen, so ist unser Anspruch, dass IT-Sicherheit made in Germany zu einem wichtigen Standort- und Wettbewerbsvorteil von Deutschland werden wird. Und unser Anspruch bedeutet auch, dass diese Investitionen in die Forschung bei uns stattfinden. Und ich habe auf meine Heimatregion von Rhein-Sieg schon angesprochen. Es ist auch die Investition in die entsprechenden Lehrstühle, in die Hochschulen, das Fraunhofer-Institut, aber auch die privaten Unternehmen, die wir in die Verantwortung nehmen wollen. Sie müssen sich auf der anderen Seite auch darauf verlassen können, dass wir als Staat alles dafür tun, keine Backdoors erhalten und eben auch dafür sorgen, dass sich Bürgerinnen und Bürger darauf verlassen können. Hier wird aktiv gearbeitet, dass IT-Sicherheit made in Germany ein deutscher Markenkern bleibt. Wir haben das in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt. Wenn die Union, lieber Kollege Wendt,
ein wenig mehr in Richtung der Liberalen und der Sozialen rückt, dann ist uns nicht bange, sondern wir bringen das gemeinsam voran. Sie haben ja, weil Sie es in Ihren Programmen nicht hatten, sondern das Leerstellen waren auch bei der SPD nun aufgenommen in den Koalitionsvertrag. Lassen Sie uns gemeinsam darum arbeiten. Ich freue mich auf gute Beratungen im Innenausschuss und bin mir sicher, dass wir breite Mehrheiten für dieses zukunftsweisende Thema organisieren werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Sebastian Hartmann. Nächste Rednerin, Anke Domscheit-Berg für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Jimmy Schulz. Eine Debatte um das Recht auf Verschlüsselung sollte eigentlich so lächerlich sein, wir haben es schon gehört, wie die Forderung, nicht nur Postkarten, sondern auch verschlossene Briefe versenden zu dürfen. Anders als in der Papierwelt ist das Briefgeheimnis in der digitalen Welt aber kein selbstverständliches Grundrecht mehr, denn dazu braucht es ein Recht auf Verschlüsselung. Erst verschlüsselt verwandelt sich eine E-Mail in eine elektronische, in einen Brief mit Sicherheitsbriefumschlag. Den hätte ich mir in der DDR auch gewünscht. Meine Briefe kamen damals aufgeschlitzt an. Für die Linke steht der Schutz der Privatsphäre im Vordergrund und das Briefgeheimnis als Abwehrrecht gegen den Staat. Wir wissen alle seit Edward Snowden, dass Überwachungsbegehrlichkeiten staatlicher Geheimdienste keine Fantasien geblieben sind und Konsequenzen für staatliche nachgewiesene Rechtsbrüche bis heute ausblieben. Als wäre das nicht schlimm genug, werden zusätzlich IT-Sicherheitskräfte vom Staat dafür eingesetzt, unser aller Sicherheit zu gefährden. Der jüngste BSI-Lagebericht spricht von 800 Millionen bekannten Schadprogrammen und jeden Tag kommen 390.000 dazu. Um ihre Verbreitung frühzeitig zu stoppen, müssen entdeckte Sicherheitslücken sofort gemeldet und geschlossen werden. Aber die Bundesregierung schafft Behörden wie CITES, wo ohne ausreichende Rechtsgrundlage Sicherheitslücken entdeckt und geheim gehalten werden sollen, um sie irgendwann für Überwachungszwecke einzusetzen. Man stelle sich vor, ein Polizist entdeckt in einer Siedlung unzähliger gleichartiger Häuser, dass sich alle Haustüren mit einem kleinen Trick öffnen lassen. Aber er warnt niemanden, damit er einfach in jedes Haus eindringen kann, falls irgendwann einmal zufällig in einem dieser Häuser eine Straftat begangen werden sollte. Genau so soll es mit unser aller Handys und Computer laufen. Die gesamtgesellschaftlichen und weltweiten Risiken eines derartigen staatlichen Handelns sind so gravierend, dass die Behauptung, man täte das im Interesse unserer Sicherheit, eine Beleidigung des allgemeinen gesunden Menschenverstandes ist. Die Linke fordert daher, dass alle in Behörden bekannten Sicherheitslücken gemeldet werden müssen, um sie zu schließen. Und das will ja auch die FDP. Wir wünschen uns auch mehr staatliche Förderung, anwenderfreundlicher Verschlüsselungssoftware, vor allem für Open-Source-Lösungen, denn sie sind transparent und überprüfbar, was Vertrauen und Akzeptanz erhöht. Viele Softwareentwickler arbeiten nach Snowden mit unbezahltem Engagement an solchen Open-Source-Lösungen. Ich möchte Ihnen allen herzlich dafür danken. Ihre Programme sollten aber auch Behörden häufiger einsetzen. Es ist doch ein Witz, dass es fast unmöglich ist, als BürgerInnen auf elektronischem Weg verschlüsselt mit einer Behörde zu kommunizieren, wenn es was anderes ist als eine Steuererklärung. Das Recht auf Verschlüsselung für elektronische Kommunikation muss kommen. Staatliches Handeln darf niemals zur Schwächung der IT-Sicherheit beitragen. Daher begrüße ich den Antrag der FDP. Und leider muss ich immer noch sagen, dass ich im Übrigen der Auffassung bin, dass Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen nichts im Strafrecht verloren haben. Paragraph 219a muss weg. Vielen Dank, Anke Domscheit-Berg. Nächster Redner, Dr. Konstantin von Notz, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Jimmy Schulz, im Bereich der IT-Sicherheit brennt die Hütte lichterloh. Und wir wissen es seit Langem, der Bundesregierung kommt im Bereich der digitalen Infrastruktur eine direkte, sich aus unserer Verfassung ergebende Schutzverantwortung zu.
Das haben wir hier dutzende Male thematisiert. Viele Fraktionen, die GroKo weiß das seit langem. Aber eben dieser Schutzverantwortung werden Sie nicht gerecht, meine Damen und Herren. Wenn Sie sich nicht fundamental bewegen, sind Sie Mitverursacher, ja sogar Teil dieses massiven Sicherheitsproblems, das wir konfrontieren. Und zwar, es wurde angesprochen, durch den staatlichen Handel mit Sicherheitslücken, durch die Weigerung einer umfassenden Meldepflicht, die wir übrigens bei den Jamaika-Sondierungen längst verhandelt hatten, aber auch wegen ihrer Totalverweigerung beim digitalen Verbraucherschutz und dem Setzen von Sicherheitsstandards und schließlich durch ihre völlig unklare Haltung bei dem wichtigen Thema der Verschlüsselung und Kryptographie, meine Damen und Herren. Statt den hochkriminellen Schwarzmarkt für Sicherheitslücken mit öffentlichen Geldern zusätzlich zu befeuern, was sie tun, und statt rechtlich im luftleeren Raum schwebende Einrichtungen wie CITES zu schaffen, brauchen wir eine echte Kehrtwende im Bereich der IT-Sicherheit. Kryptographie ist ein ganz zentraler Baustein, und deswegen danken wir Jimmy Schulz und der FDP-Fraktion für diesen guten Antrag hier heute, meine Damen und Herren. Der Großen Koalition kann man nur sagen, nehmen Sie sich endlich selbst beim Wort. Fragen Sie sich, warum eigentlich alle großen IT-Infrastrukturprojekte der letzten Jahre mit Milliardenkosten gefloppt sind. Machen Sie Deutschland endlich tatsächlich zum Verschlüsselungsland Nummer 1 auf der Welt und durchgehende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zum absoluten Standard bei allen IT-Projekten. Und Marianne Wendt, das tut man nicht durch Reden, sondern da müssen Sie hier im Haus Gesetze machen. Papier ist geduldig und Sie müssen Gesetze machen. Unterstützen Sie die Kryptographieforschung. Lösen Sie die IT-Sicherheit aus dem Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums. Stellen Sie das BSI endlich unabhängig, meine Damen und Herren. Beenden Sie Ihre nicht nur bei der Verschlüsselung hoch widersprüchliche Digitalpolitik immer nach dem Motto, ich hätte es gern vegetarisch, aber mit ordentlich viel Fleisch. Das geht am Ende des Tages nicht auf. Beenden Sie das cyberpolitische Bullshit-Bingo, das wir immer wieder hören und bald wieder auf dem nächsten IT-Gipfel. Legen Sie das überfällige IT-Sicherheitsgesetz 2.0 vor. Einen langen Maßnahmenkatalog haben wir Ihnen hier vor Monaten vorgelegt. Sie sind blank. Das ist unverantwortlich. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Konstantin von Notz. Nächster Redner, Christoph Bernstiel für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Der vorliegende Antrag der FDP zeigt, dass das Bewusstsein für Bedrohungen im digitalen Raum wächst und das mittlerweile auch bei der Opposition angekommen ist. Das ist positiv und sehr zu begrüßen. Denn inzwischen beziffert der Digitalverband Bitkom, und da habe ich andere Zahlen als die FDP, den Schaden der deutschen Unternehmen durch Cyberkriminalität auf 55 Milliarden Euro. Experten gehen sogar davon aus, dass jedes vierte Unternehmen in unserem Land schon einmal Opfer einer Cyberattacke geworden ist. Doch nicht nur Unternehmen sind zur Zielscheibe von Cyberkriminalität geworden, auch Privathaushalte und somit Kinder, Jugendliche und Senioren geraten zunehmend in den Fokus. Das BKA spricht von ca. 86.000 Fällen von Cyberkriminalität allein im Jahr 2017. Es besteht also unzweifelhaft Handlungsbedarf. Ich wage jedoch zu bezweifeln, dass ein Recht auf Verschlüsselung dazu beitragen kann, die individuelle Sicherheit im digitalen Raum zu verbessern. Denn unserer Meinung nach sollte jeder Mensch frei und selbst entscheiden, welche Daten er verschlüsselt und welche nicht. Es sollte schon noch unterschieden werden, ob jemand niedliche Videos, beispielsweise von Katzenbabys, hochlädt oder ob er gerade ein Aktienpaket ordert. Die bewusste Entscheidung, Daten zu verschlüsseln, ist für uns ein Teil des gelebten Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Und im Übrigen, schon heute nutzen viele Menschen ganz selbstverständlich verschlüsselte Kommunikation im Alltag. Messenger-Dienste wie WhatsApp, Threema oder die preisgekrönte App Schifri, die in meinem Wahlkreis Halle an der Saale entwickelt wurde, gehören längst zur gängigen Praxis. Nicht so gut, und da gebe ich Ihnen explizit recht, sieht es hingegen mit der Verschlüsselung von E-Mails aus. Laut einer aktuellen Telekom-Studie sagen 2/3 der befragten Personen, dass ihnen die Verschlüsselung ihrer E-Mails sehr wichtig ist. Aber nur ein Bruchteil nutzt auch entsprechende Programme. Der Knackpunkt
ist die Anwenderfreundlichkeit. Technische Lösungen können nur dann erfolgreich sein, wenn sie auch Akzeptanz beim Nutzer finden. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch mal ein paar Vorurteile aufräumen. Die Bundesregierung macht da nichts. Das ist schlichtweg falsch. Denn das BMWI und das Innenministerium fördern bereits seit Jahren beispielsweise das Programm GNU Privacy Guard, was explizit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von E-Mails fördert. Darüber hinaus, das hier angesprochene BSI fördert das Projekt EasyGPG, ein nutzerfreundliches, da weitgehend automatisiertes Verfahren für eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der E-Mail-Kommunikation. Beides sehr sinnvolle Programme, die die Bundesregierung unterstützt. Und im internationalen Ranking der Länder rangiert Deutschland zudem unter den Top 10 der Länder, wenn es um Datenschutz und IT-Sicherheit geht. Doch Datenschutz, liebe FDP, ist nur eine Seite der Verschlüsselungsmedaille. Denn es ist auch eine der wichtigsten Aufgaben des Staates, seine Bürger vor Kriminalität zu schützen. Und das gilt sowohl in der realen als auch in der digitalen Welt. Leider müssen wir jedoch mit Sorge feststellen, dass sich die Technik viel schneller entwickelt hat, als das unsere Gesetze zur Strafverfolgung getan haben. Kriminelle setzen heutzutage vermehrt auf verschlüsselte Kommunikation und machen es unseren Sicherheitsbehörden und Nachrichtendiensten damit sehr schwer, Verbrechen aufzuklären oder zu verhindern. Wer mehr Verschlüsselung fordert, der muss auch immer die damit einhergehenden Nachteile für unsere Ermittlungsbehörden mit einkalkulieren. Meine Damen und Herren, die Sicherstellung der Vertraulichkeit von Kommunikationsdaten ist ein ebenso hohes Gut wie der Schutz der Bevölkerung vor Kriminalität. Beides darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Liebe FDP, so gut das Ansinnen Ihres Antrages auch sein mag, mit den darin enthaltenen Forderungen schützen Sie eben nicht unsere Bürger, sondern kriminelle Strukturen im Internet. Und Sie fördern damit die Ausbreitung von rechtsfreien Räumen im Internet. Ihren Antrag müssen wir daher ablehnen. Zum Schluss möchte ich die amtierende Europol-Chefin de Boll zitieren, die uns gestern hier im Deutschen Bundestag besucht hat. Sie hat darauf hingewiesen, dass Ermittlungsergebnisse aus dem Cyberraum bei der Aufklärung in nahezu allen Kriminalitätsfällen hilfreich sind. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam daran arbeiten, die Cyberfähigkeiten unserer Sicherheitsbehörden zu stärken und nicht sie zu schwächen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Christoph Bernstiel. Nächster Redner Nima Movasat für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir reden über ein wichtiges Thema, das Recht auf Verschlüsselung und den Schutz der digitalen Kommunikation. Wo man früher Briefe schrieb, werden heute E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten verschickt. Unsere Kommunikation hat sich grundlegend verändert und die digitale Kommunikation ist die Kommunikationsform geworden. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Rechnung getragen, indem es schon 2008 das IT-Grundrecht entwickelte. Dieses besagt, dass der Staat die Vertraulichkeit der digitalen Kommunikation gewährleisten und schützen muss. Eingriffe in das Grundrecht sind nur ausnahmsweise erlaubt, um etwa Verbrechen aufzuklären. Man kann die Relevanz des IT-Grundrechts nicht genügend betonen, denn eine freiheitliche Demokratie braucht die Möglichkeit der vertraulichen Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger untereinander. Und das IT-Grundrecht, um das IT-Grundrecht verwirklichen zu können, braucht es die Verschlüsselung. Nur wer seine digitalen Nachrichten verschlüsselt, kann sicher sein, dass nur der Empfänger diese Nachrichten liest. Und der Schutz der digitalen Kommunikation ist gefährdet. Erstens, weil es ein riesiges Kompetenzgerangel gibt. Eine Vielzahl von Behörden, um nur einige zu nennen, BKA, Verfassungsschutz, BND, sollen für die Cybersicherheit sorgen. Aber bekanntlich verderben viele Köche den Brei. Und zweitens, und das ist ein großes Problem, ein relevanter Teil der zuständigen Behörden ist nicht nur dafür zuständig, die Daten zu schützen, sondern die Daten abzugreifen. So soll der Verfassungsschutz nicht nur vor Datenangriffen schützen, sondern, wenn es nach Herrn Seehofer geht, gleichzeitig demnächst Trojaner einsetzen dürfen, um zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten mitlesen zu können. Entweder eine Behörde schützt die Kommunikation der Bürger oder sie greift in diese ein. Aber beides geht nicht, weil es Vertrauen zerstört. Und drittens will die Bundesregierung Verschlüsselung erschweren. Seit April 2017 gibt es die zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Diese Behörde hat vor allem einen Job, Verschlüsselungsmethoden zu brechen,
Sicherheitslücken zu finden, nicht um die Sicherheitslücken dann zu schließen, sondern sie zu nutzen, damit der Staat E-Mails und digitale Kommunikation bequem mitlesen kann. Wer Verschlüsselungsmethoden zerstört, der trifft nicht nur ein paar Verbrecher, der trifft alle Menschen in diesem Land. Diese Behörde ist ein Frontalangriff auf das IT-Grundrecht und sie gehört schnellstens aufgelöst. Und meine Damen und Herren, der vorliegende FDP-Antrag geht in die richtige Richtung. Es fehlen aber auch Punkte. So brauchen wir einen, wie beim Bundesbeauftragten für Datenschutz, einen unabhängigen Bundesbeauftragten für Informationssicherheit. Und es gibt auch schon die passende Behörde. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik könnte dazu umgebaut werden, aber dafür muss es unabhängig sein vom Innenministerium. Dann hätten wir endlich eine Stelle in diesem Land, die die Kernaufgabe wahrnimmt, die digitale Sicherheit, das IT-Grundrecht der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Diese Aufgabe hat uns das Bundesverfassungsgericht mitgegeben. Es wird Zeit, dass wir es endlich umsetzen. Dankeschön. Vielen Dank, Nima Movasat. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Saskia Esken. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Jimmy Schulz. Mit der zunehmenden Digitalisierung, Datafizierung, Vernetzung unserer Welt gerät die Privatsphäre gehörig unter Druck. Dazu kommt die Gefahr durch unsichere Software und Geräte. Der Mensch und die Informationsgesellschaft, sie sind verletzlich geworden. Sie brauchen unseren Schutz. Und zu Recht, wie der Kollege Schulz auch deutlich gemacht hat, und viele andere, machen wir uns dabei Gedanken über den allzu neugierigen Staat. Aber auch im privaten Bereich gibt es mittlerweile viel über uns zu wissen. Was immer wir online erledigen, ob wir was suchen, kaufen oder ob wir Serien schauen, wir hinterlassen Spuren im Netz. Privatsphäre AD. Die Menschen sind eher hilflos, als dass sie sorglos wären. Sie erwarten, dass der Staat ihre Grundrechte nicht nur wahrt, sondern auch schützt und durchsetzt. Zum Postgeheimnis, das heute eigentlich Kommunikationsgeheimnis heißen müsste, sind die informationelle Selbstbestimmung und das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität von IT-Systemen hinzugekommen. Einige Redner haben bereits darauf hingewiesen. Ein Recht auf Verschlüsselung ist dafür unerlässlich, liebe Kollegen, und zwar ohne Hintertüren oder Zweitschlüssel. Wer wollte uns denn garantieren, dass die nicht auch von Unbefugten missbraucht werden, von Kriminellen, von Wirtschaftsspionen oder von fremden Mächten? Die Europäische Datenschutzgrundverordnung enthält kein Recht auf Verschlüsselung, aber die Pflicht, personenbezogene Daten vor fremdem Zugriff zu schützen. Wenn ich jetzt personenbezogene Daten in einer verschlüsselten E-Mail versende und irgendwer greift mit Hilfe eines Trojaners darauf zu, vielleicht sogar mit Hilfe eines Staatstrojaners, habe ich dann die DSGVO verletzt? Eine meldepflichtige Datenpanne erlitten? Das ist eine Frage, die wir mal im Innenausschuss diskutieren sollten. Die E-Privacy-Verordnung in der Fassung des Europäischen Parlaments wäre da wahrlich ein großer Fortschritt. Sie definiert das Recht auf verschlüsselte Kommunikation und setzt auf Privacy by Default, also auf privatsphärenfreundliche Voreinstellungen. Der Nutzer soll so verhindern können, dass sein Surfverhalten verfolgt wird und die verschiedensten Tracker ein lückenloses Profil anlegen können, sei es nun für gezielt personalisierte Werbung, zur politischen Manipulation oder für einen Score, wenn nach dem Willen der Konzerne smarte Tarife in unser Solidarsystem einbrechen sollen. Leider ist es der Bundesregierung nicht gelungen, die Ratseinigung zur E-Privacy-Verordnung voranzubringen. Nun ist damit in der laufenden Legislatur kaum mehr zu rechnen. Eine verpasste Chance, die wir womöglich bald mit einer Novelle von TMG und TKG heilen müssen. Datenschutz, Verschlüsselung und Privatsphäre also. Was aber, wenn Cyberkriminelle sich in die Systeme hacken und all diese Schutzrechte umgehen? Gilt das Recht auf Integrität der IT-Systeme eigentlich nur gegenüber dem Staat? Oder ist ein Cyberangriff sowas wie ein digitaler Hausfriedensbruch? Gibt es eigentlich ein Recht auf IT-Sicherheit? Die Sozialdemokraten sind zumindest der Überzeugung, dass es eine staatliche Verantwortung und Pflicht dafür gibt. Die Bundesregierung hat in der vergangenen Legislatur das IT-Sicherheitsgesetz mit seinen Melde- und Grundschutzpflichten für Institutionen der kritischen Infrastruktur entsprechend der europäischen NIS-Richtlinie umgesetzt. Und in der aktuellen Legislatur steht eine Weiterentwicklung an, ebenso wie der weitere Ausbau des BSI, der sich von einer feinen, aber ziemlich kleinen Behörde zum großen Dienstleister für IT-Sicherheit gemausert hat. Weil auch die Kompetenzen des BSI immer weiter ausgebaut werden, auch in den Verbraucherschutz hinein ausgebaut werden sollen, sind wir der Auffassung, dass die Behörde, wie der Kollege Movasat angesprochen hat, nach dem Muster der Bundesdatenschutzbeauftragten unabhängig sein soll. Denn ich würde mir wünschen,
dass auch ein Höchstmaß an Unabhängigkeit von der Wirtschaft, von dieser Behörde zu erwarten wäre. Auf Herstellerseite wollen wir die Unternehmen durch ein IT-Sicherheitskennzeichen in die Verantwortung nehmen. Der Cyber Security Act der EU-Kommission weist ja auch in diese Richtung. Damit diese Verantwortung dann aber auch wirksam wird, wollen wir zu klaren Haftungsregeln bei Schäden durch mangelhafte IT-Sicherheit kommen. IT-Sicherheit muss vom Nice-to-have zur Pflicht werden bei Design. Wir brauchen also sichere Geräte, damit aus dem Internet of Things kein Internet of Silly Things wird. Wir brauchen aber auch unseren gesunden Menschenverstand, der uns davon abhält, alles und jeden zu vernetzen, das Netz zu einem Internet of Everything zu machen. Braucht irgendjemand einen vernetzten Toaster, einen Staubsaugerroboter? Ich glaube kaum. Damit IT-Sicherheitslücken erkannt werden, haben wir Meldepflichten eingeführt. Jetzt braucht es ein Schwachstellenmanagement. Aber eines, das der staatlichen Verantwortung für die IT-Sicherheit auch wirklich gerecht wird und dafür sorgt, dass die Lücken schnellstmöglich geschlossen werden. Die Offenhaltung und Nutzung von Schwachstellen durch den Staat lehnen wir ab. Viel wird darüber diskutiert, wie wir auf Cyberangriffe aus dem Ausland reagieren sollen. Stichwort Hackback. Angriffe im Cyberraum lassen sich nicht durch einen Gegenschlag heilen oder gar vergelten. Und gestohlene Daten kann man nicht zurückholen. Statt den Weg einer neuen, jetzt digitalen Aufrüstungsspirale zu beschreiten, sollten wir Cyberangriffen auf diplomatischem Weg begegnen. Die Cyber Diplomacy Toolbox der Europäischen Union weist da in eine gute Richtung. Wenn ein solcher Angriff von einem fremden Territorium ausgeht, dann muss der Staat des Angreifers notfalls unter Androhung von Sanktionen dazu verpflichtet werden, dafür zu sorgen, dass dieser Angriff schnellstens unschädlich gemacht wird. Insgesamt will ich Jimmy Schulz und der FDP gerne danken, dass sie die Regierung in den Fragen von Verschlüsselung, Privatheit und IT-Sicherheit vorantreibt. Mit der Umsetzung des Koalitionsvertrags und seiner Vorhaben in enger Kooperation mit der europäischen Ebene sind wir auf einem guten Weg. Die SPD-Bundestagsfraktion wird sich dabei für eine strikt defensive Ausrichtung unserer Cybersicherheitsstrategie einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Saskia Esken. Nächste Rednerin, Tabea Rösner für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich kann mich noch gut erinnern, 2013 hat Jimmy Schulz zur ersten Krypto-Party im Bundestag eingeladen und auch immer wieder das Recht auf verschlüsselte Kommunikation gefordert. Er hat bei dem Thema also zweifellos Street Credibility. Umso irritierender war dann der Wahlkampf-Slogan der FDP. Digital first, Bedenken second. Da kann ich nur sagen, es hilft alles nichts, wenn die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker sich abrackern, gute Arbeit machen und die Partei oder Fraktionsspitze dann aber nicht hinter den guten Vorschlägen steht. Da können die digitalpolitischen Kolleginnen und Kollegen von SPD und Union ja auch ein Klagelied von singen. Mit dem vorliegenden Antrag will die FDP also in Erinnerung rufen, dass sie verantwortungsbewusste Digitalpolitik kann. Ich hoffe, das ist auch beim Fraktionsvorsitzenden jetzt angekommen. Gerade die vertrauliche Kommunikation ist nämlich besonders wichtig. Der folgenschwerste Angriff auf den Bundestag beispielsweise erfolgte 2015 über Mails. Da befand sich ja bekanntlich die FDP im Bildungsurlaub. Monatelang flossen Daten ab und diese Angriffe auf die Infrastruktur vom Bundestag und Bundesregierung sind Angriffe auf unsere Demokratie und die gilt es zu schützen und zu verteidigen. Vertrauliche Kommunikation ist aber nicht nur für uns notwendig. Eine Journalistin zum Beispiel muss genauso vertraulich mit einem Informanten kommunizieren können wie wir. Dafür brauchen beide einen sicheren Weg. Aber E-Mails sind im Moment, es wurde schon gesagt, wie Postkarten und nicht wie verschlossene Briefe im Briefumschlag, solange sie eben nicht verschlüsselt sind. Und wenn Menschen sich nicht trauen, in E-Mails oder Chats ihre Meinung zu äußern, aus Angst, dass jemand mitliest, dann rührt das an unseren demokratischen Grundfesten, wie Presse- und Meinungsfreiheit oder auch informationelle Selbstbestimmung. Und diese Grundrechte muss der Staat sichern, und das ist unsere Aufgabe, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ich denke, Sie alle wollen nicht, dass kompromittierende Fotos von Ihnen in Umlauf kommen oder Ihre IoT-Geräte Hackern Auskunft darüber geben, wann Sie zu Hause sind oder was Sie Alexa alles gestern gefragt haben. Und last but not least geht es hier ja auch um den Schutz vor Industriespionage und Sabotage, also um knallharte Wirtschaftsinteressen für den Industriestandort Deutschland. Und das müsste ja auch im Interesse von Union und SPD sein. Laut Ihrer digitalen Agenda wollte die Große Koalition Deutschland ja zum Verschlüsselungsland Nummer 1 machen. An und für sich ja eine tolle Idee, aber auf die Umsetzung warten wir schon lange. Fangen Sie doch bei sich mal an. E-Government ist ja eher ein trauriges Kapitel der Bundesregierung. Könnten Sie mit der Verschlüsselung richtig voranbringen? Dafür müssen Sie aber jetzt die Weichen stellen und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung endlich zum Standard machen. Viele weitere Empfehlungen für eine sichere Kommunikation finden Sie übrigens im inzwischen 5 Jahre alten Bericht der Internet-Enquete-Kommission. Aber wie Konstantin von Notz ja schon gesagt hat, in unserem grünen Antrag vom März, im FDP-Antrag ist vieles Schönes drin und deshalb unterstützen wir ihn. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Tabea Rösner. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Josef Oster. Verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Digitalisierung erfasst zunehmend alle Lebensbereiche der Arbeitswelt und des Privatlebens. Datenaustausch, Datentransport sind Voraussetzungen für eine funktionierende Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die Bundesregierung investiert deshalb allein im nächsten Jahr 2,4 Milliarden Euro in den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Das ist viel und das ist wichtig, meine Damen und Herren. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Antrag befasst sich mit dem wichtigen Aspekt der Datenverschlüsselung und er hat durchaus sinnvolle Aspekte in diesem Antrag drin. Das will ich gar nicht verhehlen. Worum geht es? Warum ist Datenverschlüsselung so wichtig? Wir alle nutzen das Internet, wir alle telefonieren, wir senden und empfangen täglich private und sensible Nachrichten und vertrauen darauf, dass sie diese sicher übertragen werden. Steuererklärung, Meldebescheinigung, Versicherungsdaten und medizinische Befunde, kaum ein Lebensbereich, der nicht davon betroffen ist. Und das müssen wir einräumen. Dabei unterschätzen wir noch immer die Gefahr durch Hackerangriffe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 3 Bereiche sind in diesem Zusammenhang für mich wichtig. Es geht erstens um Vertrauen, um das Vertrauen der Menschen in den Veränderungsprozess der Digitalisierung. Und es geht für mich zweitens um eine sichere digitale Kommunikation. Und es geht drittens um den Technologiestandort Deutschland. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, im Verhältnis Bürgerstaat stehen viele Veränderungen an. Als ehemaliger Bürgermeister greife ich mir mal den Aspekt der öffentlichen Verwaltung hier heraus. Wir wollen und müssen viele Verwaltungsdienstleistungen vereinfachen. Fast 600 Verfahren werden auf der Basis des Online-Zugangsgesetzes sehr bald digitalisiert werden. Erfolgreich kann dieser Weg aber nur sein, wenn die Menschen Vertrauen haben, Vertrauen in die Sicherheit ihrer Daten und Vertrauen in die Sicherheit der Kommunikationswege. Ein Großteil der Verfahren betrifft kommunale Dienstleistungsangebote. Bei unseren Städten und Gemeinden müssen wir daher den Grundstein für diesen gewaltigen Veränderungsprozess legen. Vor allem dort muss Vertrauen aufgebaut werden. Deswegen sind gerade hier klare Strukturen und sichere technische Lösungen notwendig. Und deshalb ist auch hier in besonderer Weise Unterstützung geboten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, von größter Wichtigkeit ist natürlich auch die Sicherheit unserer Netze. Zahlreiche Angriffe auf Netzwerke in den vergangenen Jahren zeigen, dass das weiterhin eine gewaltige Herausforderung ist. Und da bildet leider auch der Deutsche Bundestag selbst ja keine Ausnahme. Einerseits geht es dabei um ein Höchstmaß an Sicherheit und Datensicherheit gleichermaßen für Bürger, Verwaltung und Wirtschaft. Andererseits
spielt bei der Ausgestaltung von Verschlüsselungstechnologien, aber auch eben die Kriminalitätsbekämpfung eine wichtige Rolle. Mit staatlichen Vorgaben oder Standards darf keinesfalls die Arbeit der organisierten Kriminalität erleichtert werden. Sicherheit im digitalen Raum darf keine Schutzräume für Straftäter zulassen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, nicht zuletzt müssen wir immer auch den Blick auf den Technologiestandort Deutschland werfen. Ich denke da auch an unsere Kryptobranche. Die Bedeutung dieser Verschlüsselungsunternehmen ist schon heute groß und sie wird weiter wachsen. Wir wollen hier auch in Zukunft Innovationen zulassen und fördern. Darüber hinaus sind wir eine weltweit führende Industrienation. Deutsche Technologie ist begehrt und dieser Wissensvorsprung muss geschützt werden. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg unserer Unternehmen und damit auch Voraussetzung für den Erhalt unseres Wohlstands. Meine sehr geehrten Damen und Herren, abschließend bleibt festzuhalten, dass wir bei Fragen der Sicherheit im digitalen Raum auf einem vernünftigen Weg sind. Klar ist aber auch, es ist und bleibt ein hochdynamischer Prozess und es bleibt hier weiter viel zu tun. Die Bundesregierung ist da, wie ich finde, auf einem sehr guten Weg. Auch wenn der vorliegende Antrag einige Aspekte ausblendet, ist er eine gute Grundlage, um die Thematik in den Ausschüssen weiter zu beraten. Vielen Dank. Vielen Dank, Josef Oster. Und der letzte Redner in dieser Debatte, Alexander Hoffmann für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist gut, dass Ihr Antrag sich mit den Gefahren auseinandersetzt, die es in der digitalen Welt gibt. Sie weisen zu Recht auf die Risiken der Sabotage hin, auf die allgegenwärtige Gefahr der Spionage, ja, der Wirtschaftsspionage und auch auf das Phänomen des Datendiebstahls, das hundertfach, ja tausendfach in der digitalen Welt täglich stattfindet. Wir leben in einer Zeit, in der Daten einen wirtschaftlichen Wert haben. Und immer wenn etwas einen wirtschaftlichen Wert hat, dann sind natürlich kriminelle Umtriebe nicht weit. Wir reden von einer Zeit, in der Informationen gezielt genutzt und abgefischt werden zum Mittel der Auseinandersetzung. Sie sollten allerdings in Ihrem Antrag nicht den Eindruck erwecken, dass elektronische Kommunikation heute von Seiten des Gesetzgebers nicht ausreichend geschützt wäre. So schreiben Sie in Ihrem Antrag, Herr Schulz, Sie haben es vorhin auch in Ihrer Rede so formuliert, ich darf zitieren, Artikel 10 Absatz 1 des Grundgesetzes schreibt fest, dass das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis unverletzlich ist. Dieser Grundsatz muss auch für die elektronische Kommunikation gelten. Dazu schreibt aber das Bundesverfassungsgericht, gerade auch in dieser Entscheidung, die Sie zitieren, nämlich in der vom 27.02.2008, Frau Präsidentin, ich zitiere folgenden Satz, der Schutz des Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz erfasst Telekommunikation einerlei, welche Übermittlungsart, Klammer auf, Kabel oder Funk, analoge oder digitale Übermittlung. Und darüber hinaus ist es so, dass elektronische Kommunikation auch mit Mitteln des Strafrechts geschützt ist. E-Mail-Verkehr fällt nämlich auch in den Schutzbereich des Paragraphen 206 StGB. Und um einem weiteren Missverständnis vorzubeugen, es ist zwar so, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass die Schutzaufgabe des Staates besteht, aber es gibt keine Formulierung in die Richtung, dass hier der Gesetzgeber zum Beispiel grundgesetzlich nachbessern müsste. Der Blick in die digitale Welt, und da haben Sie vollkommen recht, der zeigt, dass eben nur ca. 15% der Anwender Verschlüsselungssoftware nutzen. Das bedeutet aber, es gibt sehr wohl ein Recht auf Verschlüsselung, es machen aber zu wenig Gebrauch davon,
sodass wir unser Hauptaugenmerk darauf richten sollen, wie können wir ermutigen, dass diejenigen, die es brauchen, diejenigen, die es wollen, wissen, es gibt diese Technologien und ich kann diese Technologien ohne einen großen Aufwand auch zum Einsatz bringen. Aber am Ende, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir als zuständigen Berichterstatter im Rechtsausschuss, den Bogen ein bisschen weiter zu spannen. Es ist richtig, dass wir uns mit den Gefahren der digitalen Welt auseinandersetzen. Aber wir müssen auch vergegenwärtigen, dass das Internet ganz neue Möglichkeiten eröffnet für den Datenklau, aber auch für die organisierte Kriminalität und eben auch zum Beispiel für den Handel mit Kinderpornografie. Und da steigen die Zahlen sind erschreckend. 2017 gab es 35.000 Hinweise für den Besitz kinderpornografischer Schriften im Internet. Im Hellfeld haben wir in diesem Bereich einen Zuwachs in den Jahren 2016 auf 2017 von 14,5%, im Bereich der Jugendpornografie sogar von 25%. Und deswegen bin ich ein Freund davon, dass wir uns mit den Gefahren auseinandersetzen, die neuen Möglichkeiten des Internets eröffnen. Dann aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ungeschont, mit offenem Visier und sehr, sehr ehrlich. Und dann müssen wir sehr wohl über die Frage reden, wie können wir im Internet, in der digitalen Welt ermitteln. Dann müssen wir sehr wohl über die Frage reden, wie können wir Vorratsdatenspeicherung so ausgestalten, dass wir auch zum Beispiel Kinderpornografie im Netz effektiv bekämpfen können, sonst führen wir diese Debatte nicht ehrlich. Am Ende will ich da noch eine Zahl mitgeben, die mich bis heute bewegt. Im Jahr 2017, ich habe es ja schon mehrmals gesagt, hat das BKA geschildert, konnten 8.400 Fälle von Kinderpornografie nicht weiterverfolgt werden, weil uns dazu die Verbindungsdaten gefehlt haben. Das sollte uns zu denken geben und ich würde mir wünschen, dass diese Fragestellung auch in der weiteren Beratung zu Ihrem Antrag bitte eine Rolle spielt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Alexander Hoffmann. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19-5764 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist aber strittig. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Die Fraktion der FDP wünscht Federführung beim Ausschuss Digitale Agenda. Ich lasse zuerst abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktion der FDP, Federführung beim Ausschuss Digitale Agenda. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? So was. Moment, jetzt müssen wir beraten. Darf ich Sie bitten, weil es war wirklich nicht einfach zu erkennen, darf ich Sie bitten, aufzustehen, dann können wir es vielleicht ein bisschen klarer erkennen. Wer stimmt für den Überweisungsvorschlag der FDP? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Ja, jetzt ist die Mehrheit. Jetzt ist die Mehrheit. Ja. Die Mehrheit? Ja, jetzt ist die Mehrheit. Ja. Wir sind hier oben übereinstimmende Mehrheit, dass man so offensichtlich zu Mehrheiten kommt. Durch die rege Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen von der Regierungsbank hat sich eine knappe Mehrheit ergeben.
So, jetzt lasse ich aber abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD. Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Und wer stimmt dagegen? Tja, jetzt ist es aber... Na, jetzt machen wir doch nicht doch mal so ein Theater, oder? Das kann weiter werden. Das ist schon peinlich, das ist schon peinlich, dass die Regierungsfraktionen hier nicht die Mehrheit sichern können. Ne? Das ist ja auch nicht... Heiko! Heiko, eigentlich Ihre Stimme gut gefühlt. Also, es hat schon eine gewisse Ironie, wie hier Mehrheiten organisiert werden. Also, nochmal, wer stimmt für den Überweisungsvorschlag der Großen Koalition, der SPD und der CDU-CSU? Dankeschön, wer stimmt dagegen? Gut. Dann ist der Überweisungsvorschlag so angenommen und Sie können wieder die ursprünglich eingenommenen Plätze einnehmen, sonst ist hier ein bisschen arg leer. Wo sieht denn die Regierung? Ja, im Moment sind wir regierungslos. Gefällt es Ihnen da unten besser? Gut. Gut.